Moin Moin, heute mal wieder eine Folge aus der Serie Lasst euch nicht verarschen oder in diesem Fall Lasst euch nicht belügen. In der Hauptrolle Hannes Jenicke und die Kollegen hier. Rinder. Guck, eine Milchkuh, in diesem Fall als Ammenkuh von den beiden Kälbern, die schon relativ groß sind. Wir haben heute den 27. November, die Rinder stehen immer noch draußen und zwar immer noch 24/7. Und diese Kühe hier zum Beispiel, diese Kuh, solange sie bei mir auf dem Betrieb ist, genauso wie alle anderen Rinder hier auf dem Betrieb, haben noch nie in ihrem Leben Antibiotika bekommen. Ja, man glaubt es kaum. Hannes Jenicke saß bei der Sendung Das auf dem roten Sofa. Er ist wohl angeblich Schauspieler. Ich kannte den Mann bis dahin nicht. Den Namen hat man vielleicht mal irgendwo gehört, aber er hat zumindest keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jetzt hat er den allerdings hinterlassen. Und zwar als lügender, selbsternannter Tierrechtler. Dieser Hannes Jenicke behauptet, wir Bauern würden diese Rinder künstlich schwanger halten, das ganze Jahr über, damit sie Milch geben. Ich habe noch nie so ein Schwachsinn gehört. Ich bin selber kein Milchviehbetrieb. Ich halte meine Rinder als Ammentiere bzw. als Fleischrinder. Aber ich kenne viele Milchviehbetriebe, ich arbeite mit vielen Milchviehbetrieben zusammen und keiner hält seine Rinder 365 Tage im Jahr schwanger. Das ist totaler Schwachsinn. Nehmen wir mal als Beispiel eine wildlebende Gnuherde in Afrika. Ein Paarhufer, ähnlich wie unsere Rinder. Die bringen jedes Jahr ein Kalb zur Welt, diese Gnus, um ihre Herde zu erhalten. Und das ist genau das, was die Menschen sich früher zunutze gemacht haben. Die Rinder haben auch in den wildlebenden Herden jedes Jahr ein Kalb zur Welt gebracht. Die Büffel, die Bisons in den USA, alle haben sie jedes Jahr ein Kalb zur Welt gebracht. Und nichts anderes tun Milchkühe auch. Sie bringen jedes Jahr ein Kalb zur Welt. So, und dann werden sie gemolken. Das ist dann so. Und dann sind sie eine Zeit lang ohne trächtig, dann werden sie wieder besamt. Und dann geht der Zyklus, der jährliche Zyklus, von vorne los. Genauso wie in der Natur und nicht anders. So, und da steht dann so ein selbsternannter Tierrechtler, der keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, hält große Vorträge über Massentierhaltung und noch ein paar fiese Schlagworte, die er irgendwo ausgegraben hat, und meint, er würde da Wunder was erzählen. Er behauptet, diese Milchkühe würden ständig unter Antibiotika gehalten. Das ist auch totaler Blödsinn. Keins meiner Rinder hat jemals Antibiotika gesehen. Keins, ich habe es glaube ich anfangs schon gesagt. Und die Milchviehbetriebe, auf denen, die ich kenne, und ich glaube, die bilden einen guten Querschnitt über die Milchviehbetriebe ab, da wird auch nur im absoluten Notfall, wenn es nicht anders möglich ist, genauso wie bei uns Menschen, wenn eine akute Erkrankung da ist, dann wird Antibiotika eingesetzt. Sonst nicht. Und das ist nicht der Regelfall, sondern das ist die Ausnahme. Er hat noch viel mehr Blödsinn erzählt. So, viele Bauern haben sich darüber beschwert, über diese Das-Sendung. Daraufhin kam dann eine lapidare Entschuldigung vom NDR. Die haben versucht, sich so ein bisschen rauszureden, aber sie haben nichts daraus gelernt. Weil ein paar Tage später, nämlich am letzten Freitag, saß Hannes Jenicke dann bei 3:09 und erzählt genau denselben Schwachsinn nochmal. Und dazu kommt dann noch so ein abgehalfterter Schauspieler wie Sky Dumont und behauptet, er wüsste ja auch, was mit diesen ganzen Kälbern passiert. Die würden dann in Container geschmissen werden. Und zwar impliziert er, dass sie da lebend reingeschmissen werden, weil er sagt, da werden dann immer mehr reingeschmissen und immer mehr reingeschmissen, so lange bis die Oberen dann die Unteren erdrücken. Also, ich habe noch nie so viel Schwachsinn gehört. Und der Rest der Runde und auch die Moderatoren, die es eigentlich besser wissen sollten, sitzen da und nicken betroffen mit dem Kopf. Also Leute, wisst ihr was? Ey, wir werden hier verarscht von vorne bis hinten. Ich weiß nicht warum, was der ganze Blödsinn soll, ob das nur darum geht, die Bücher zu vermarkten oder ob die von der Industrie bezahlt werden, um die Bauern schlecht zu machen, damit man den Markt bereinigt kriegt, um dann anschließend ordentlich Kunstfleisch, Laborfleisch, Genpflanzen und Kunstmilch zu verkaufen, mit der man die Menschheit dann, oder mit diesen Dingen kann man die Menschheit dann ja auch schön manipulieren und vergiften und was weiß ich was. Also, man will ja keine natürliche Ernährung mehr anscheinend. Also, ich kann euch nur noch mal sagen, lasst euch nicht verarschen. Wenn ihr gesund leben wollt, dann vertraut euren Bauern. Die wissen, was sie tun. Die machen es ordentlich, im Gegensatz zu allen anderen. Und ein Hannes Jenicke oder auch ein Sky Dumont, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Das ist totaler Müll. In diesem Sinne, lasst euch nicht verarschen.